Und einer harmonischen Schwingung kann man sich aber auch eine Kreisbewegung vorstellen. Eine Kreisbewegung eines Körpers, die wie folgt ausschaut. Also wir haben hier diesen Körper als Punkt eingezeichnet. Dieser Punkt hat einen bestimmten Abstand r zum Ursprung. Und dieser Körper dreht sich jetzt da hier um den Kreis. Dabei ist der Startpunkt hier auf der x-Achse. Also hier beginnt die Drehung und dann dreht sie sich. Wir haben ja Drehbewegungen bereits besprochen, gegen den Uhrzeigersinn, bis der Körper wieder an der Ausgangsposition angelangt ist und dann hätte der Körper eine volle Umdrehung geschafft. Das Ganze misst man jetzt wieder nach der Zeit, daher hier wieder ein T und man kann sich, glaube ich, recht einfach vorstellen, der Punkt hier befindet sich ja zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Positionen auf dem Kreis. Also hier ist eingezeichnet, hier befindet er sich zum Zeitpunkt T an dieser Position. Ich kann diesen Punkt mit dem Ursprung verbinden, erhalte dadurch den Radius und natürlich einen bestimmten Winkel Phi. Warum steht hier jetzt aber Phi von T? Naja, weil ich das Ganze ja zeitlich betrachte. Dadurch, dass sich der Punkt zu bestimmten Zeitpunkten T an verschiedenen Positionen befindet, ist dann auch der Winkel immer auch ein anderer. Das heißt, die Größe dieses Winkels hängt vom Zeitpunkt T ab. Phi von 0 ist natürlich 0. Warum wäre Phi von 0 0? Naja, bei 0 befindet sich der Punkt hier. Das heißt, ich hätte keinen Winkel. Und so weiter. Ja? Also der Winkel ist abhängig von der Zeit. Und das Rote hier ist wieder die Elongation. Das ist in dem Fall jetzt der Abstand von der x-Achse. Und man sieht ja ganz eindeutig Folgendes, und zwar wenn hier der Punkt beginnt, ist der Abstand von der x-Achse natürlich 0. Dann wird der Abstand von der x-Achse immer größer, 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 bis er hier sein Maximum erreicht, die Amplitude. Jetzt sinkt dieser Abstand wieder, bis wir wieder bei der x-Achse sind. Jetzt haben wir eine halbe Umdrehung geschafft und der Abstand ist 0, die Elongation ist also wieder 0. So, jetzt da sinken wir unter die x-Achse und zwar immer mehr, 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 bis wir hier quasi die maximale Entfernung von der x-Achse unterhalb der x-Achse erreichen. Also haben wir vom Abstand her gesehen wieder die Amplitude erreicht, nur jetzt halt quasi unter der x-Achse. Und dann quasi wird der Abstand, der negative Abstand, nimmt wieder ab. Ich komme immer näher an die x-Achse wieder ran und habe dann die volle Umdrehung geschafft. Dadurch entsteht hier diese Kurve. Die ist wieder in Sekunden. Da steht Groß T. Groß T ist, wie wir vorher schon gehabt haben, beim Federpendel die Schwingungsdauer. Und da habe ich eine Viertelte Schwingungsdauer, also eine Viertelte Umdrehung, weil nichts anderes ist in diesem Beispiel bei der Kreisbewegung die Schwingungsdauer. Die Schwingungsdauer war ja beim Federpendel die Zeit, bis ich eine volle Schwingung schaffe. In dem Fall ist halt die Schwingungsdauer nichts anderes wie die sogenannte Umdrehungszeit, also wie lange es dauert, bis eine Umdrehung geschafft wurde. Bei der Amplitude, wenn ich die das erste Mal erreiche im Positiven, habe ich eine Viertelte Umdrehung geschafft. Naja, warum? Weil die ist ja hier. Wenn ich hier starte, ist das der Viertelte Kreis, also habe ich die Viertelte Umdrehung geschafft. Dann das nächste Mal schneide ich die x-Achse, bin wieder in der Ruhelage. Also hier, wenn ich die halbe Umdrehung geschafft habe, nach einer dreiviertelten Umdrehung bin ich im negativen Bereich bei der Amplitude, also habe ich diesen großen Abstand. Und wenn ich die volle Umdrehung geschafft habe, also nach der vollen Umdrehungszeit, nach der vollen Schwingungsdauer, bin ich wieder hier in der Ruhelage angekommen und dann beginnt diese Schwingung, diese Drehung wieder von vorne. So, ich schreibe jetzt nochmal hier das Wichtige auf. Also Phi von t war die Größe des Winkels. Wir geben es im Bogenmaß an zum Zeitpunkt t. Wir haben gesagt, dieser Winkel wird immer, 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 immer größer, bis wir die volle Umdrehung geschafft haben. Dann sind wir bei 2 Pi bzw. wieder bei 0 und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. S von t ist wieder die Elongation und die rechne ich aus mit r, also mit diesem Radius. Bei 1 ist natürlich klar, je größer der Radius ist, desto größer ist dann auch zu dem bestimmten Zeitpunkt Punkten die Elongation, also der Abstand hier. Wäre der Radius nur so kurz, sagen wir bis hierher, hätte ich zu dem Zeitpunkt ja nur diesen Abstand. Wäre der Radius beispielsweise so lang, dann hätte ich zu diesem Zeitpunkt diesen Abstand. So, und Sinus von Phi von t, also Sinus vom Winkel Phi von t, gibt mir einfach die Größe des Winkels zum Zeitpunkt t im Bogenmaß an.
Wie kommt man jetzt auf diese Formel R mal Sinus Phi von t? Ganz simpel, haben wir in der 5. Klasse schon gemacht, ist einfache Trigonometrie in einem rechtwinkligen Dreieck. Man hat ja hier immer ein rechtwinkliges Dreieck, das man sich einzeichnen kann, wenn der Punkt sich an einer bestimmten Position im Kreis befindet, und es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Das ist der Winkel Phi und hier haben wir R als Hypotenuse und Elongation ist die Gegenkathete. Das ist hoffentlich jetzt jedem klar, dass das auf den Sinus rausläuft. Ja? Der Sinus vom Winkel Phi von t, bitte von dem von t nicht irritieren lassen, es geht immer zum Winkel zum Zeitpunkt t, aber es ist dann trotzdem, sagen wir, ein Viertel Pi oder so, ist gleich die Gegenkathete, also s von t, dieser Abstand zum Zeitpunkt t zur x-Achse, dividiert durch die Hypotenuse r. Die Hypotenuse ist natürlich immer gleich groß für diese Drehbewegung. Ja? Wenn das einmal 5 Meter sind, dann bewegt sich dieser Punkt immer in einem 5 Meter Abstand um den Kreis. Ja, und das kann man jetzt da umformeln. Ich brauche nur mal R rechnen. Und dann erhalte ich hier einen ziemlichen Blödsinn, wie wir gerade sehen. Jetzt möchte ich das Video aber nicht nochmal aufzeichnen. Also streiche ich das gleich mal durch. Wir rechnen mal R. Also haben wir R mal Sinus. Das ist ganz einfach. Phi von t ist gleich s von t. Uiuiui. Gut, ich glaube, man erkennt es trotzdem. Ja? Also es ist genau diese Formel hier. Und damit kann man jetzt diese Elongation beschreiben. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen die Begriffe von vorher nochmal an. Wir hatten, und das habe ich eh schon vorher beschrieben, die Umlaufzeit t ist nichts anderes wie die Schwingungsdauer in Sekunden, gibt an, wie lang eine volle Umdrehung, also eine volle Schwingung dauert. Daran ist auch wieder der Begriff der Frequenz gekoppelt. Die Frequenz beschreibt nach wie vor, wie viele Schwingungen ich pro Sekunde schaffe. Eine Schwingung entspricht hier in dem Beispiel der Kreisbewegung ja eine Umdrehung. Das heißt also, wie viele Umdrehungen schaffe ich innerhalb einer Sekunde. Und auch hier ist f wieder 1 durch t, also 1 durch die Umlaufzeit. Brauche ich eine halbe Sekunde für eine volle Umdrehung, dann schaffe ich natürlich in einer ganzen Sekunde 2 Umdrehungen. Zweites Beispiel ist die Umlaufzeit, sagen wir 5 Sekunden. Naja, dann schaffe ich in einer Sekunde nur eine Fünftelumdrehung. Ein Fünftel ist 0,2, also wäre die Frequenz 0,2 Hertz. So, was aber jetzt noch neu ist, was wir vorher beim Federwendel nicht hatten, ist die Winkelgeschwindigkeit. Das ist kein kleines w, sondern es ist ein Omega, griechischer Buchstabe. Und das ist jetzt das Bogenmaß, das pro Sekunde zurückgelegt wird. Welches Bogenmaß? Naja, das Bogenmaß von dem Winkel. Je schneller sich dieser Punkt um den Ursprung dreht, umso größer ist natürlich die Winkelgeschwindigkeit. Ist eine ganz simple Formel, wie wir das Bogenmaß ausrechnen, also diese Winkelgeschwindigkeit. Naja, die Winkelgeschwindigkeit ist der Winkel, den ich nach einer gewissen Zeit t schaffe, dividiert durch die Zeit, die ich dafür gebraucht habe. Einfaches Beispiel, angenommen ich schaffe nach 2 Sekunden das Bogenmaß Pi, also ich brauche 2 Sekunden, bis ich hier bin, eine halbe Umdrehung gemacht habe. Naja, wie groß ist dann die Winkelgeschwindigkeit? Naja, Pi durch 2, Pi halbe, das heißt in der Sekunde schaffe ich nur ein halbes Pi. In 2 Sekunden schaffe ich dann das ganze Pi und so weiter. Also das beschreibt die Winkelgeschwindigkeit. Umgeformt ist der Winkel dann ja nichts anderes wie die Geschwindigkeit mal die Zeit. Dann komme ich so auch drauf, wie groß der Winkel ist nach einer bestimmten Zeit t. Diese Winkelgeschwindigkeit hat jetzt da eine bestimmte Bedeutung für die Elongation s von t und das schauen wir uns jetzt mit einem allgemeinen Beispiel an. Also, für einen vollen Umlauf, haben wir bereits gesagt, benötigen wir die Umlaufzeit groß t. Für einen vollen Umlauf auf dem Kreis gilt daher phi von groß t, weil phi ist ja der Winkel, nach t Zeit, in dem Fall die volle Umlaufzeit, muss logischerweise 2 Pi sein, weil ja groß T die Zeit beschreibt, bis ich eine volle Umdrehung mache. Und die volle Umdrehung entspricht ja dem Winkel 2 Pi, also 360 Grad.
Für die Winkelgeschwindigkeit folgt daher dann Folgendes. Und zwar, die Winkelgeschwindigkeit von Phi von Groß T durch T, so rechne ich ja die Winkelgeschwindigkeit aus, also den Winkel nach einer Zeit dividiert durch diese Zeit. Jetzt kann ich einsetzen, für Groß T weiß ich jetzt ja, dass Phi von T 2Pi sein muss, volle Umdrehung. Jetzt kann ich das mathematisch ein bisschen anders anschreiben. Ich kann statt 2Pi durch T ja genauso schreiben, 2Pi mal 1 durch T ist ja das gleiche. 2Pi mal 1 im Zähler ist wieder 2Pi durch T. Naja, und 1 durch T kennen wir bereits. 1 durch T ist ja die Frequenz. Also kann ich es kurz auch so schreiben. Die Winkelgeschwindigkeit ist also 2Pi mal die Frequenz f. Und da eben die Winkelgeschwindigkeit jetzt einfach die Frequenz mal 2Pi ist und da 2Pi ja dem Umfang eines Kreises entspricht, wird die Winkelgeschwindigkeit auch meistens als Kreisfrequenz bezeichnet. Dort aufpassen bitte, die Winkelgeschwindigkeit, also die Kreisfrequenz, ist nicht gleich der Frequenz, sondern die Frequenz mal 2Pi. Das heißt, in einem einfachen Beispiel habe ich die Frequenz von 2 Hertz, dann beträgt die Winkelgeschwindigkeit 2 Hertz, also 2 mal 2Pi, also 4Pi. Und dadurch komme ich jetzt dann zu der Formel. S von t ist r mal Sinus. Phi von t, das wissen wir schon, das ist die Elongation zum Zeitpunkt t. Und statt Phi von t kann ich jetzt da die Winkelgeschwindigkeit einsetzen, indem ich den Zusammenhang, den wir gerade vorhin gehabt haben, umformen. Die Umformung haben wir bereits auch gesehen. Phi von t ist Omega mal t, also die Kreisfrequenz mal die Zeit. Und jetzt kann ich in die Elongation statt Phi von t Omega mal t einsetzen. Und jetzt habe ich die Elongation nicht durch diese etwas nicht gut vorstellbare Funktion Phi von t beschrieben, sondern durch Winkelgeschwindigkeit mal die Zeit. Weil dadurch ergibt sich jetzt ja immer der Winkel, den ich nach der bestimmten Zeit erreicht habe.